etwas Neues bekommen, und zwar, jetzt muss ich mal kurz ablesen, von hundegeschirr-handmade.de. Das ist auf Etsy auch ein Shop, Hundeschneiderei-Shop. Beides verlinke ich euch mal oben in der Infokarte und auch unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Wir haben einmal ein Geschirr bekommen für die Luna. Das ziehen wir jetzt auch mal an, oder? Guck mal, ich bin jetzt so. Und Luna ist ein bisschen fixiert auf meine Hand, weil da habe ich eines ihrer Lieblingsleckerlis drin. Aber dafür rennt sie mir jetzt auch nicht weg. Nein, lass meinen Finger aus deinem Mund. So. Stell ich mal hin. So, jetzt zeig das mal. Mal hier. Und dann hier hin. Genau, jetzt sitzt. Jetzt kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Hier hinten kann man dann die Leine dran machen. Wir ziehen das nochmal aus, ne? Weil wir wollen ja weiter gucken. Ja, da ist sie ganz verrückt. Nach diesem Leckerli. Wahnsinnig verrückt. Ja, hier. Da hin. Und für das nächste Teil nehme ich mir eine neue Leckerli, ne? So, einmal hier hoch. So. Also, was habe ich noch? Ein Halstuch. Das Halstuch, ich zeige es mal hier, gibt es dann vielleicht zu Weihnachten. Willst du was haben? Ja, so. Und einmal hier um den Hals. Ja. So. Und, komm her. Hier. Und sitzt. So, ihr seht jetzt hier, das ist das Halstuch, das ist total schön. Und sitzt. Hier seht ihr das nochmal. Hinten gibt es dann etwas, wo man die Mamas, das ist leicht verrutscht durch diese Leckerli-Geschichte. So, hier hinten könnt ihr die Leine dran machen. Das ist also eine super Geschichte. Toll mit dem, ihr könnt es auch so tragen. Und dann habt ihr hier nichts für die Leine hinten dran. Da könnte man überlegen tatsächlich, wenn man das jetzt hier oben machen möchte, hier gleich nur eine kleine Öffnung, damit der Ring hier durchkommt. Aber ansonsten eine sehr schicke Geschichte. Luna gefällt es, oder? Ja? Auf jeden Fall, ne? Guck doch mal da in die Kamera. Ja. So, ich zeige euch den Shop jetzt gleich mal im Anschluss. Dann könnt ihr auch mal schauen, wie es dort aussieht. Also einmal Shop und einmal die Website des Shopbetreibers. Das ist der Hundeschneiderei-Shop. Auch Hundegeschirr handmade, und das gibt es einmal hier auf Etsy. Da seht ihr hier 31 Artikel, und wie ihr seht, ist der Shop hier auch ziemlich gut bewertet. Dann gibt es hier, seht ihr auch den Preis, je nach Größe variiert das so ein bisschen. Da gibt es auch dann die passende Leine dazu. Dann gibt es hier das Hundegeschirr mit dem Namen beschriftet, habt ihr auch hier die Preise variierend je nach Größe. Und es gibt hier noch weitere Artikel, Hundekissen etc. etc. Also schaut auch hier mal rein. Auch diesen Shop gibt es von mir verlinkt in der Videobeschreibung unterhalb des Videos und oben rechts in der Infokarte. Alle Infos, wie gesagt, hier auf dem Shop.